So, jetzt herzlich willkommen, und zwar testen wir jetzt heute den Überladewagen, den Horsch Titan 34 UW mit 34 Kubik Fassungsvermögen. Kann man häckselgut alles reinmachen. Überladewagen mit extrem großem Ladevolumen. So 79.000. Alles natürlich aus dem American DLC. Und für alle, die das noch nicht haben, das ist die PC-Version. Da sieht es auch so aus wie auf der Xbox und so. Fabi da jetzt Puma, der 160er hingemacht. Endlich hat der über 200 PS. Ich meine, meiner Meinung nach die Beschriftung falsch. In der letzten Motorstellung haben wir hier drescht. Und jetzt testen wir den Überladewagen. So, das Telemetrische sage ich jetzt nichts mehr. Haben wir ja alles gesehen. Es wird hier schön voll. Hier sieht man auch durch das Fenster, wie es voll wird. Gigantisch, also vom metrischer. So bin ich voll überzeugt. Blinker zwar zählt wie normal. Arbeitslicht. So, Kathi hier kurz, hol mir der LKW, dass wir noch überladen können, und ja, bis dahin. Ciao. So, bin jetzt zurück. Lastwagen mal dahin parkt. Muss man hier noch kurz abtanken. Dann geht's in Überlade. Können wir ja schon mal aufklappen. Hier, das klappt so rum. Die zwei Schnecke gehen zusammen. Und da ist es. Okay, passt vielleicht mal ein isometrischer rein, aber spielt jetzt hier keine Rolle. Auf von der Höhe kommt er hin. Ja. Hier auch wieder so coole Überladeanimation, also wo es richtig echt rauskommt. Meint, man sieht die Körner da rüber. Ah, die Schnecke dreht sich auch. Wird hier mal weniger. Also kann ich jetzt schon sagen, meine Meinung von dem Add-on. Einfach nur gigantisch. Von Animationen und allem, bei Matrix sieht es ja genauso aus, was eigentlich gut aussieht. Hier hinten sieht man auch Stroh. Perfekt, ich bin einfach nur begeistert. Ich komme aus dem Staunen nicht mehr raus. Das ist Bombe. Also alle, die es hinter haben, kauft es euch. Das Geld auf jeden Fall wert. Und ja, 100 von 100 Punkte bekommt das Teil hier, ja, 100 von 100. Und ja, dann beende ich das jetzt hier. Vielen Dank fürs Anschauen, und nächste Mod-Vorstellung mit dem Lastwagen hier, und ja, bis dahin. Tschüss, und ja, zockt schön weiter.